Guten Abend, erstmal die Nachrichten. Russlands Präsident Jelzin will jetzt hart durchgreifen. Heute Nacht hatten Jelzin Gegner das Hauptquartier der GUS-Streitkräfte stürmen wollen. Dabei sind zwei Menschen getötet worden. Hier starben heute Nacht die beiden ersten Opfer des Machtkampfes zwischen Boris Jelzin und seinen Gegenspielern Chaspulatov und Rutskoi. Bei den Toten handelt es sich um einen Polizisten und eine Zivilistin. Inzwischen sind Antiterroreinheiten des Innenministeriums rund um das Weiße Haus aufmarschiert. Sie sollen die Demonstranten entwaffnen. Jelzin hat inzwischen Chaspulatov und Rutskoi aufgefordert, die an ihre Anhänger ausgegebenen Waffen wieder einzusammeln. Die Anweisung an die Sondertruppen draußen lautet, jeden zu entwaffnen, der das Gebäude verlässt. Bei Gefahr für Menschen soll auch die Moskauer Miliz ohne Vorwarnung schießen. Noch soll das Parlament aber nicht gewaltsam gestürmt werden. Abchasische Separatisten haben erneut einen massiven Angriff auf die Provinzhauptstadt Suchumi gestartet. Stoßtrupps der Abchasier sollen die georgischen Verteidigungslinien durchbrochen haben. In der Stadt seien Straßenkämpfe ausgebrochen, sagte Präsident Schewardnadze. Auf beiden Seiten habe es schwere Verluste gegeben. Heute Morgen schossen die abchasischen Rebellen erneut ein georgisches Kampfflugzeug ab, zum dritten Mal innerhalb von 2 Tagen. Die schweren Kämpfe zwischen Kroaten und Moslems um die Stadt Mostar halten an. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, eine Offensive gestartet zu haben. Danach sollen die Moslems versuchen, den Belagerungsring zu durchbrechen. Die Kroaten setzen den muslimischen Teil der Stadt unter schweres Artilleriefeuer. Der Bundesrat hat überraschend einstimmig die Regierung aufgefordert, die Spargesetze zu ändern. In der Debatte wurde vor allem die Kürzung der Arbeitslosenhilfe kritisiert. Die SPD-Ministerpräsidenten Lafontaine und Stolpe warnten davor, die Sozialleistungen weiter zu kürzen. Dies werde die soziale und demokratische Ordnung gefährden. In mehreren Städten haben heute wieder tausende Beschäftigte des Saarbergbaus gegen die Bonner Kohlepolitik demonstriert. Rund 8000 Mitarbeiter legten ihre Arbeit nieder und gingen auf die Straße. In Saarbrücken zogen 1000 Beschäftigte durch die Innenstadt. In Essen-Mülheim ist ein Privatflugzeug abgestürzt. Die zweimotorige Cessna war auf dem Flug von Mülheim nach Berlin. Kurz nach dem Start war sie offenbar in der Luft explodiert und in ein Waldstück nahe der Autobahn A40 gestürzt. Der Pilot kam ums Leben, ob sich außerdem ein Passagier an Bord befand, ist noch unklar. Prinz Sihanouk ist wieder König von Kambodscha. Mit seiner Unterschrift unter die neue Verfassung zog er einen Schlussstrich unter eine jahrzehntelange Diktatur. Am Nachmittag wurde Sihanouk in einer feierlichen Zeremonie nach 40 Jahren wieder zum König ernannt. Die Witwe des 1986 gestürzten philippinischen Diktators Ferdinand Marcos ist heute in Manila wegen Korruption verurteilt worden. Imelda Marcos muss mit einer Haftstrafe von mindestens 18 Jahren rechnen. Frau Marcos legte gegen das Urteil Berufung ein und wurde gegen Kaution freigelassen. Nach der Bekanntgabe der Olympia-Entscheidung für Sydney tauchte die Stadt in einen Freudentaumel. 4.20 Uhr war es in Australien, als die Entscheidung fiel. Im Hafen von Sydney brach ein Jubelsturm los. Die Oper erstrahlte in den olympischen Farben und ein riesiges Feuerwerk begann. Die Millionenstadt feierte die größte Party ihrer Geschichte. Die Behörden riefen die Bevölkerung vorsichtshalber auf, bei aller Freude die Arbeit heute nicht zu vergessen. Und nur noch der Blick auf das Wetter. Morgen meist stark bewölkt mit Schauern und Gewittern, Temperaturen 15 bis 22 Grad. Gleich der Sport mit täglich ran von mir. Auf Wiedersehen.